Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu F1 2018, die Karriere hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. Eine Bonusfolge steht wieder an, denn wir haben wieder ein Einladungsevent vor uns. Zwei Einladungen haben wir bekommen, einmal den 2006er Renault R26 auf Bahrain kurz oder den 1988er McLaren MP4-4 auf Mexiko. Und ich habe ja schon am Ende der letzten Karrierefolge gesagt, okay, ich glaube, ich fahre den 88er McLaren. Das hat natürlich viele Gründe. Ich meine, ich finde den Renault auch geil, ganz klar. Aber ja, ein MP4-4, also gerade unter den Formel 1-Fans ist das eigentlich ein super ikonisches Fahrzeug. Wenn ich da nicht ganz falsch liege, müsste das Fahrzeug in 1988 alle Rennen bis auf eines gewonnen haben. Ja, also alle Saisonrennen bis auf eins gewonnen. Ja, und damit wurde Ayrton Senna auch verdienter Weltmeister 1988. Also auf jeden Fall ein geschichtsträchtiges Fahrzeug, ein berühmtes Fahrzeug in der Formel 1-Historie. Und deswegen gehen wir nach Mexiko. Und ich meine, Mexiko sind sie ja auch in der damaligen Formel 1 gefahren. Natürlich ein bisschen anderes Layout, aber schon hier. Ja, und das ist das Coole. Wir machen heute eine Pause von der Achterbahnfahrt der regulären Formel 1-Saison und genehmigen uns stattdessen mal ein Oldtimer-Einladungsrennen. Das ist eine gute Gelegenheit für uns, einige der Klassiker aus vergangenen Tagen zu sehen und natürlich auch für die Fahrer, sich an etwas Neuem zu versuchen und gleichzeitig etwas für ihren Ruf zu tun. So, beende das Rennen in unter 4 Minuten 30, fahre gegen die Uhr und beende die vorgegebene Rundenzahl, ehe die Zeit abläuft. Ja, wie immer bei diesen Einladungsgeschichten, da ich das Ding ja komplett blind fahre und meistens eigentlich im Physik-Chassis-Gefühl der 2018er Boliden bin, ist es nicht immer so einfach, in so ein älteres Fahrzeug umzusteigen, weil die Physik doch ein bisschen anders ist, das Gripniveau ein bisschen anders ist. Deswegen sage ich immer, ich gebe mir drei Versuche, wobei der erste davon meistens wirklich nur ein absoluter Versuch ist. Meistens dann der zweite, so der erste, der richtig zählt. Aber manchmal hat es auch schon beim ersten geklappt. Ich würde sagen, ich schnack nicht lange rum. Drei Runden haben wir Zeit, das hier hinzubekommen. Und dann gucken wir doch mal, wie gut wir hier mit dem Weltmeisterauto von 88 klarkommen. So, gehen wir hier mal auf Fett. Bremspunkt hat sogar gut gepasst. Haben wir wieder ein bisschen nach Gefühl gebremst. So, jetzt haben wir ein bisschen Verkehr hier. Ich meine, den Formel 1-Wagen aus den 70er Jahren sollten wir ohne Probleme überholen. Aber eh gerade so Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre, ich finde, das sind sowieso die schönsten Formel 1 Boliden. Muss hier ein bisschen aufpassen. Uah, trotzdem eben rausgerutscht. Na, erstmal ein bisschen reinkommen in die Geschichte hier. Ja, Mexiko haben wir auch noch vor uns, natürlich in der Karriere. Uah, okay, das war ein bisschen zu viel ans Gas. Aber gewinnen müssen wir nicht, oder? Oder müssen wir gewinnen? Nee. Ich weiß es gar nicht. Das ist ja nur die Zeitvorgabe. Also wir müssen drei Runden innerhalb dieser Zeit schaffen, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe. Wir werden sehen. Wir fahren jetzt einfach mal. Ich habe es selber nicht so ganz verstanden, was das Ziel ist. Komm. Schwierig.
Jetzt haben wir noch eine Runde Zeit. Ja, und ich fahre in die Box. Wow. Habe ich jetzt nicht gerade wirklich gemacht, oder? Wow, ich fahre jetzt gerade in die Box. Nicht wirklich jetzt, oder? Nein! Aber schon wieder an derselben Stelle abgeflogen. Richtig doof. Richtig dumm. Nein, ich will eigentlich keine Reifen wechseln. Oh Mann. Exit, exit now. Ja, das war natürlich super schlau. Oh Mann, ey. Up to speed now. Let's get some heat into those tires. Ja. Hab nochmal schön neue Reifen geholt. Oh Mann. Fail! Naja, jetzt werden wir es auf jeden Fall nicht mehr schaffen zu Ende. Mal ein bisschen nochmal die durch das Cockpit sich das Ganze uns anschauen. Aber ich glaube, es wäre so oder so, glaube ich, knapp geworden. Also ich muss da, glaube ich, schon nochmal einen Pushe machen. Und ich sehe auch gerade, der Sprit hätte auch nicht gereicht. Also, okay. Ups, oder? Nee, okay. Also erster Versuch. Mal wieder nix. Da müssen wir es jetzt nochmal versuchen. Aber ist ja auch nicht schlimm. Ich fahre ja gern diese alten Bullen nochmal. Ne, okay, also wir müssen da sich die drei Runden in dieser Zeit schaffen. Also war es pro Runde 1:30. Okay. Session Neustart. Okay, machen wir mal. Kriegen wir hin. Und dann muss ich ein bisschen mehr mit dem Sprit spielen, wenn ich das richtig gesehen habe. Und hier muss ich ein bisschen aufpassen beim Rausbeschleunigen. Das haben wir an derselben Stelle wieder. Das Problem. Na komm. Ja, knappes Ding. Also wir haben jetzt für die Runde so ziemlich genau diese 1:30 gebraucht. Das ist jetzt sozusagen der erste Versuch, wo es drauf ankommt. Und der nächste wäre dann nur so der Bonus. Und wenn es da nicht klappt, dann klappt es nicht. Ja? Dann muss ich eingestehen, dass ich es nicht geschafft habe. Aber bis jetzt haben wir es immer noch geschafft. Ja, hier komme ich immer zu schnell rein. Also
Box lassen wir diesmal aus, auf jeden Fall. Habe ich mir vorgenommen, zumindest mal. Verkehr kann jetzt natürlich richtig Zeit kosten. So, müssen wir da mal ein bisschen rabiater versuchen vorbeizugehen. Haben wir geschafft, sehr schön im zweiten Versuch, beziehungsweise im ersten offiziellen Versuch. Da müssen wir schon ehrlich sein. Sehr gut. Ja, 3 Sekunden schneller. Ja, Mann, sind wir gut. Gut, gucken wir uns mal kurz die Wiederholung an. Gucken wir mal, wie das so klingt. Beim letzten Einladungsevent klang das ja nicht so geil. Von draußen, aber ich glaube, hier können wir mal reinhören. Dann würde ich sagen, Dann hören wir mal kurz rein. Ich halte mal kurz die Klappe und dann können wir den Spielsound ein bisschen aufdrehen. Jo, okay, also ich breche das schon hier direkt wieder ab. Das ist eigentlich wieder beim das letzte Mal. Man hört viel, viel, viel mehr die Umgebungsgeräusche. Finde ich voll schade. Also normalerweise wären die viel, viel lauter, die Motoren. Das ist da vom Verhältnis nicht so richtig umgesetzt. Ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal zurück zur Lounge. Okay, die neuen Teile sind aus der Fabrik gekommen. Wir bauen sie vor dem ersten Training ein. Jo, und damit sind wir dann auch schon in Belgien bei Spa-Francorchamps in den Ardennen angekommen. Ja, wir haben ein neues Ziel. Wir müssen schließe 8 Trainingsprogramme ab in 2 Rennwochenenden. Ja, das passt. Ich schließe eigentlich eh immer alle ab. Das sind dann, glaube ich, 5 in der Summe. Also nehmen wir, das sollten wir hinkriegen. Ja, Überblick zum Grand Prix, Entwicklung hat geklappt. Die Motorleistung konnten wir steigern. Das ist schon mal nicht schlecht. Und die Wettervorhersage, unglaublicherweise, sieht sehr trocken aus. Also zumindest mal im Quali und im Rennen, in den Trainings werden wir es sehen. Okay, also trockenes Rennen, auf Regen können wir nicht bauen, wobei der Regen uns beim letzten Rennwochenende im Qualifying eher nicht geholfen hat. Ja, sehr, sehr gut. Ihr seht, wir haben auch relativ viel Forschungspunkte. Sprich, wir könnten jetzt schon mal eine Forschung für das nächste Rennwochenende anstoßen. Und ich habe bewusst nicht jetzt vorher nochmal was geforscht, weil ich gedacht habe, gut, wenn mit dem neuen Vertrag, der ab jetzt gültig sein sollte, das können wir gerade nochmal gucken, jawohl, macht es ja jetzt Sinn, tatsächlich ein bisschen mehr zu forschen und vor allem in die Motorleistung zu forschen. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, wir forschen direkt mal das nächste, und zwar in die Kraftstoff-Spritzsystem. Ja, die Öldruckpumpe haben wir jetzt. Dann würde ich sagen, machen wir das direkt mal. Also die Forschung können wir ja direkt mal anstoßen. Die können wir jetzt, glaube ich, noch nicht machen, ne? Das geht nicht. Aber wir könnten jetzt was anderes machen. Zum Beispiel, wir könnten in die umgestaltete Brennkammer, um den Benzinverbrauch zu senken. Oder wir könnten in das Energierückgewinnungssystem investieren. Was uns, Moment,
Eine Anpassung des Designs der MGU-Lager reduziert die interne Reibung und erhöht dadurch die Menge an Energie, die nutzt. Okay, das ist eigentlich auch nicht schlecht, oder? Bisschen mehr Elektropower nutzen. Dann würde ich sagen, dann forschen wir das doch auch direkt mal los und an. Und dann haben wir doch gleich zwei Forschungsdinger gestartet. Gut, wir können sogar drei machen, ne? Wir hätten das, die Ressourcen direkt auch tatsächlich den Benzinverbrauch nochmal zu senken. Aber das ist alles Benzinverbrauch hier hin. Brauchen wir jetzt so viel Benzinverbrauch? Ja gut, ich meine, weniger Benzinverbrauch, leichteres Auto und so. Okay, machen wir auch mal, weil wir es können. Machen wir es mal. Und mal gucken, ob das alles durchgeht. Das wäre schon krass, weil wir dann im motortechnischen Bereich würden wir schon ordentlich steigern, das Ganze. Was halt wichtig sein wird, ist das hier, dass wir auf jeden Fall in der Motorleistung, Leistung ist sehr, sehr wichtig. Da müssen wir auf jeden Fall pushen. Ja, und damit dürften bis zum nächsten Rennwochenende ganz schön viel Zeug fertig werden. Also für den Motor drei Dinge würden fertig werden für Italien, was natürlich sehr wichtig wäre für Italien. Mal gucken, ob alles durchgeht. Ich kann mir vorstellen, dass das ein oder andere Teil leider nicht durchgeht. Aber sagen wir mal, wenn zwei von den drei Motorteilen in Monza fertig werden würde, wäre ja schon nicht schlecht. Gut, aber ich möchte euch damit nicht länger aufhalten. Wie gesagt, ist ja nur eine Bonusfolge. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du dann, auch wenn es wieder mit dem richtigen Karriere-Rhythmus weitergeht, also zum Qualifying von Spa-Francorchamps, wieder mit am Start wärst. Wenn dir die Bonusfolge gefallen hat, dann lass doch gerne ein Däumchen nach oben da. Ich bin raus, mach's gut, ciao!